Sogenannte exotische Waffen sind die begehrtesten und auch seltensten Items in Destiny. Wir stellen euch in zwei Videos kompakt alle zurzeit verfügbaren exotischen Waffen vor und prüfen sie auf ihre Tauglichkeit im PvE als auch im PvP-Bereich. Viel Spaß! In Destiny sind die besten Items ab Stufe 20 aufwärts benutzbar. Diese sind entweder legendär, also lila, oder gar exotisch, also gelb, eingefärbt. Bei Waffen beträgt der Maximalschaden grundsätzlich 300. Ausgenommen hiervon sind die Vex Mythoclast und einige Waffen des kommenden DLC The Dark Below. Damit sind exotische Waffen den legendären per se nicht überlegen. Allerdings besitzen exotische immer mindestens einen einzigartigen Perk und ein ebenso einzigartiges Erscheinungsbild. Um eventuell unfaire Synergien zu umgehen, erlaubt Bungie den Spielern das Tragen von nur einer exotischen Waffe. Diese Beschränkung gilt für legendäre nicht, weshalb ein Hüter im besten Falle eine exotische und zwei legendäre Waffen ausgerüstet haben sollte. Prinzipiell sind exotische Gegenstände eine extrem seltene, zufällige Belohnung von Tiger- und Nightfall-Strikes, dem Raid, Schmelztiegel-Matches und der Enkodierung von legendären Engrammen. Ferner hat Xur, Agent of the Nine, jeden Freitag bis einschließlich Sonntag im Turm ein zufälliges Sortiment zur Auswahl, erwerbbar für die raren Strange Coins. Eine Sonderrolle nehmen sogenannte Exotic Bounties ein, die euch jeweils eine bestimmte exotische Waffe garantieren. Der jüngste Patch durch Bungie hat die Rolle der exotischen Waffen in Destiny nochmals aufgewertet. Wir zeigen euch anhand der verschiedenen Waffenkategorien die begehrten Sammlerstücke und beleuchten die veränderte Waffenbalance. Die vorerst PlayStation-exklusive Monte Carlo sieht jedenfalls äußerst schick aus, hat aber aufgrund der hohen Feuerrate schon ab mittlerer Distanz Probleme, die wichtigen Präzisionstreffer zu landen. Der Rückstoß ist tendenziell eher unvorhersehbar und erfordert eine gewisse Eingewöhnungszeit. Dazu kommt der recht niedrige Impact-Wert. Impact ist in Destiny deshalb so wichtig, da er eine Art Rüstungsdurchschlagmodifikator darstellt und letztlich den tatsächlichen Schaden einer Waffe maßgeblich beeinflusst. Worin die Monte Carlo wirklich glänzt, lässt sich unschwer an ihrem Bajonett erkennen. Teilt man mit ihr Schaden aus, so reduziert sich der Nahkampf-Cooldown stetig und zufällig getriggert bei einem Kill sogar gänzlich, was sie zu einer idealen Waffe für Close Quarters fixierte Warlocks im PvP macht. Die Hardlight ähnelt in Feuerrate, Impact und gefühlter Stabilität sehr der Monte Carlo. Statt einem Nahkampfbonus durchschlagen aber die Kugeln ihre Ziele und prallen von harten Oberflächen ab. Was in der Theorie sehr nett klingt, ist in der Praxis eher unbrauchbar. Allenfalls sowieso leicht zu besiegende Thralls der Schar laufen brav hintereinander auf einen zu und im Schmelztiegel lässt sich das theoretisch um die Ecke schießen nicht wirklich bewerkstelligen und gleicht eher einer kolossal unnötigen Munitionsverschwendung. Gepatcht wurden bei ihr jedoch die generelle und die perkseitige Stabilität, was sie von nun an im Crucible zu einer echten Alternative macht. Glanzstück eines jeden Auto-Rifle-Liebhabers sollte aber sowieso Suros Regime sein. Neben ihrer eigentlichen Performance hat besonders Xur eine Inflation dieser äußerst beliebten Waffe herbeigeführt. In praktisch jedem Schmelztiegel-Match wedelt mindestens ein Spieler damit rum. Abgesehen von ihren sowieso schon hervorragenden Werten in Feuerrate, Impact und Stabilität glänzt Suros besonders dank zwei miteinander harmonierenden Perks. Erstens reduziert das sogenannte fokussierte Feuern beim Zielen mit der Waffe die Feuerrate, erhöht aber dafür den Schaden. Zweitens weist die untere Hälfte des Magazins grundsätzlich erhöhten Schaden auf, was in der Kombination aus Suros Regime eine der besten automatischen Waffen im Spiel für mittlere bis längere Distanzen macht. Daran konnten auch der generelle Nerf der Auto-Rifles und die Abschwächung des Schadens der unteren Magazinhälfte nichts ändern. Suros Regime bleibt auch weiterhin erste Wahl für Auto-Rifle-Liebhaber im PvP. Geduldige Nichtbesitzer können aber entweder auf das Angebot durch Xur oder aber auf mittlerweile ähnlich gute legendäre Auto-Rifles wie die Vanquisher mit einem Glass-Half-Full-Perk setzen. Apropos
Pro Nerf der Auto Rifles. Gleichzeitig hat Bungie die bis dato wenig verwendeten Scout Rifles mit einem dezenten Schadensbuff versehen. Davon betroffen ist natürlich auch das Mida Multitool, dem bisher einzigen spielbaren exotischen Gewehr seiner Klasse, das seit neuestem auch über erhöhten Knockback gegenüber Zielen verfügt. Neben einer hervorragenden Feuerrate besitzt es dank dem Third Eye Perk ein auch im Zielmodus permanent eingeblendetes Radar, was sich besonders im PvP als nahezu unverzichtbar erweist, sobald man sich erst einmal an diesen Luxus gewöhnt hat. Dass der eigentliche exotische Perk lediglich eine Steigerung der Bewegungsgeschwindigkeit des Spielers bereithält, ist dagegen eher enttäuschend. Allerdings ranken sich Mythen und Legenden um den seitlich angebrachten Miniradar. Nicht wenige behaupten, er könnte versteckte Beutetruhen im Patrouillenmodus aufspüren. Die Berichte widersprechen sich leider und es gibt keine validen Beweise dafür. Falls ihr uns mehr dazu sagen könnt, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Jedenfalls erinnert der unverwechselbare Name Mida an einen gewissen mythologischen König mit einem Hang zum güldenen Metall. Das war es mit dem ersten Teil unseres Weapon Guides. Im nächsten Teil geht es dann weiter mit den Fusion Rifles, Shotguns, Pulse Rifles, Handcannons, Scharfschützen sowie Maschinengewehren und natürlich nicht zu vergessen die Rocket Launcher.